Moin Moin und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Hogwarts. Heute kümmern wir uns um die Schmetterlinge im Wald, von der uns das Mädel in der Bar erzählt hat. Und ja, ich dachte, wir fangen damit einfach mal an. Denn wir müssen ja die kleinen Nebenquests auch mal irgendwie alle beenden. Machen wir jetzt. Warte. Ah. Sind sie? Sie hat sich das nicht ausgedacht. Wir müssen einfach hinterherlaufen wahrscheinlich. So weit, so gut. Miss Willard, sie bekommt noch ihre Antwort zu den Schmetterlingen. Komm, trink! Crucio! Nepenthe! Arresto Momento! Komm, trink! Ein Wilderer weniger in unserer Welt. Okay, wo sind die jetzt hin? Die Schmetterlinge sind wieder hier hoch, ne? Da hinten fliegen die längs. So, alles mal gucken. Revelio. Hm. So, wieder finden hier. Da vielleicht? Wo das Schmetterlingssymbol ist? Ja, da oben. Aha. Sieh sich das einer an. Das war's schon. Na gut, dann zurück zu Miss Willisay. Willisay. Keine Ahnung, wie ausgesprochen wird. Gut, Hogsmeade. Bam. Und da ist sie drin im Eberkopf. Hey, zu den drei Besen. Nicht den Eberkopf. Und dann gehen wir auch zu den drei Besen rein. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Nein, es ist der gemütlichste Ort der ganzen weiten Welt. Sie hatten sicher ihre Gründe. Oh, bitte sag, dass du eine Antwort für mich zu den Schmetterlingen hast. Hallo, Miss Willard C. Was ist passiert? Hast du sie gefunden? Sie führten mich in den Wald und enthüllten einen Schatz. Oh, wie schön! Ich bin froh, dass du für deine Mühen belohnt wurdest. Vielleicht kann ich mich eines Tages dazu durchringen, in den Wald zu gehen. Fürs Erste bin ich einfach froh zu wissen, dass etwas so Schönes dort wartet, falls ich mich traue. Okay. Die Leute reden immer noch davon, wie sie den Troll auf dem Dorfplatz besiegt haben. Ja, ich weiß, ich bin ein geiler Typ. Ja, ist schon so. Ich bin ein geiler Typ. Du besiege Trolle und alles. So. Nächste Quest. Einfach die Quests abhaken hier. Boom. So, was haben wir hier noch? Ende des Fluchs. Bin die Dale-Familiengruft. Das machen wir jetzt auch schnell nochmal. Wenn wir schon mal hier sind. Auf der Acht. Kann auch gleich immer direkt auf der Karte gucken, ne? Vergesse ich jedes Mal. Boom. Ziemlich weit unten hier, okay. In der Nähe sind wir auf jeden Fall schon gewesen. Dann lass uns auch hier hinfliegen. Ja. Und dann fliegen wir drüber. Wie es mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Oh, den hier, ne? Wolkenschwinge, los! Ja, Besen ist auch cool, aber ich finde es auch so auch mal ganz cool, oder? Ich finde, das sieht total cool aus, dass alles jetzt hier Winter ist, also. Das ist schon echt eine krasse. Ist schon krass. War schon cool. Das ist schon ziemlich cool. Mal gucken.
Schwer zu sagen, was mich da drin erwarten wird. Ja, runter hier. Ja. Ach, rein. Ja, mal reingehen. Wahrscheinlich sind das sowieso Gegner. Also wäre jetzt albern, wenn da keine Gegner wären. Meine Füße haben sich nicht in Rüben verwandelt. Guter Anfang. Rebellion. War klar, dass ein Kräuterkundler Teufelsschlingen verwendet. Lumos. Okay, das ist nicht mit Lumos zu machen, aber dann vielleicht hier. Ah, Spit gibt sich auf jeden Fall auch. Okay, jetzt gibt's auch hier alles. Mal weiter reingehen hier. Mir gibt es hier gar nicht. Okay. Komm, trink! Okay. Dann brauchen wir hier. Lumos! Ein Troll? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Er ist schon verflucht, da bringt der Kruzio nichts mehr, ne? Sehr gut. Bin da runtergerollt zum Troll. Da drüben geht's aber weiter, okay. Trollpopel. Wer braucht nicht. Oh, warte mal. Dann ist das da oben, glaube ich, ein Geheimweg. Oder ich komme da wieder rein, das weiß ich nicht, aber. Ja, oder man hätte auch hier reinkommen können, wahrscheinlich. Ja. Marmaduke hat jedenfalls mehr hinterlassen als nur Pflanzen. Das ist doch gut. Gut für uns, meine ich. Oh, warte, jetzt wieder anfangen. Wir müssen noch nicht längs.
Dann müssen wir doch den anderen Weg gehen. Was? Ja, hier längs. Und das, da muss man es rauflegen. Das sieht auf aus, das Graben muss man nebenbei. Ein Sarkophag. Das sollte den Fluch umkehren. Hoffentlich. Ja. Man weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall einen nicht identifizierten Gegenstand bekommen, was nämlich cool ist. Weg trotzdem. Hier raus? Ja, okay. Jetzt hier raus oder renne ich gerade im Kreis? Ja, ich glaube, es ist hier Weg. Gut, Samantha, zurück. Besuchen. Samantha wird froh sein, dass das Wappen zurück... Natürlich wird sie das. So, mal dahin. Da wird sie froh sein. So was von froh. Fröhlich und froh. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Ja. Da. Ich habe das Wappen zu Marmadukes Sarkophag zurückgebracht, genau wie du es wolltest. Das dachte ich mir. Das St. Mungo Hospital hat mir schon gesagt, dass die Füße meines Bruders wieder normal aussehen. Oh, ich bin dir unendlich dankbar. Ich hoffe, es hat nicht zu viel Mühe gemacht. Nur ein armseliger alter Troll. Nichts Besonderes. Ein Troll? Oh, tut mir so leid. Wie furchtbar. Seit Jahrhunderten war niemand mehr in der Gruft. Aber das wundert mich nicht. Marmaduke war wohl schon immer für eine Überraschung gut. Das stimmt wohl. Ich sollte wohl gehen. Ich will unbedingt zu meinem Bruder. Der wird sich freuen, seine Füße wieder zu haben. Natürlich. Ginge mir genauso. William und ich stehen für immer in deiner Schuld. Danke nochmal für deine Hilfe. So... Nächste Quest. Also waren wir so ein paar noch hier schon weggemacht. Ein Mann hinter der Mutter. Also ich möchte die Kleinen ja auch irgendwie weg haben, aber ich glaube, ich habe zu wenig noch für ihn. Das können wir nicht. Im Schatten der Deckung. Lass mal mit Sebastian sprechen. Mal gucken, was der von uns will. Ja. Geht ja wahrscheinlich wieder um dunkle Magie bei ihm. Geht's ja andauernd irgendwie. Ich muss irgendwie meine Rüstung nochmal aufbessern. Das müssen wir aber nicht jetzt unbedingt machen. Was können wir nachher nochmal machen? Ich sage ja immer, Reisen dabei. So, ab in die Krypta. Du glaubst nie, was ich erfahre. Was hast du in dem Zauberbuch aus dem Skriptorium entdeckt? Das Zauberbuch von Salazar Slytherin war schwierig zu interpretieren, aber faszinierend. Er hat den Unterricht in schwarze Magie in Hogwarts gefördert. Weder der Imperiusfluch noch der Todesfluch waren damals unverzeihlich. Die Schüler sollten, wenn nötig, darauf vorbereitet sein, schwarze Magie zu benutzen und sie nicht fürchten. Darum mussten wir Crucio einsetzen, um ins Skriptorium zu gelangen. Er wollte nicht, dass sein Wissen zu jemandem gelangt, der Angst vor schwarzer Magie hat.
Ich weiß, es war nötig, um das Skriptorium zu öffnen. Aber ich will es nicht wiederholen. Ich bin froh darüber, denn in dem Zauberbuch war noch etwas. Hinweise auf ein verlorenes Relikt, das offenbar dem Besitzer die Macht gewährt, Flüche der schwarzen Magie umzukehren. Und du glaubst, dieses Relikt könnte Anne retten? Ganz genau. Ich will nach dem Relikt suchen. Aber wir sollten es keinem erzählen, vor allem nicht Ominous. Er würde es nicht verstehen. Es gibt keinen Grund, Ominous mit einzubeziehen. Da bin ich froh. Wenn ich mehr weiß, schicke ich eine Eule. Okay. Und mach dir keine Sorgen um Ominous. Das jetzt für uns zu behalten, ist zu seinem Besten. Ich entscheide, was zu meinem Besten ist. Ominous, wir wollten gerade frische Luft schnappen. Kommst du mit? Sebastian, du Lügner! Ich habe alles gehört. Du hast geschworen, nie wieder etwas mit schwarzer Magie zu tun zu haben. Nein, ich sagte nur, ich verstehe, dass du das willst. Ich gebe die Suche nach einem Heilmittel für Anne nie auf. Du kannst einfach nicht aufhören, was? Ich weiß, wann ich nicht aufhören soll. Lass es, Ominous. Ich muss jetzt los. Oh. Und ich wollte ihm es auch nicht sagen, jetzt mag er mich auch nicht mehr. Ich werde nicht aufgeben. Ominous, Sebastian meint es gut. Ich weiß, was ich gehört habe. Du wusstest, dass ich dagegen wäre. Die Suche nach diesem Relikt ist keine gute Idee. Sebastian weiß es nicht einmal, aber er ist genauso unverantwortlich und leichtsinnig wie seine Eltern damals. Deshalb sind sie gestorben. Arme Anne, armer Sebastian. Genau darum kann ich Sebastians Leichtsinn nicht nachvollziehen. Ich habe Anne im Grunde verloren. Ihn will ich nicht auch noch verlieren. Bitte, meide alles, was mit diesem Zauberbuch zu tun hat. Die Hinweise im Buch wirken vielversprechend. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, scheint vielversprechend, bis es zu spät ist. Ich hoffe, Sebastian lässt die Sache sein. Aber wenn du was anderes mitkriegst, sag's mir bitte. Ich würde mich freuen. Mal gucken. Ich bin mir nicht so sicher. Okay. Gut, das war nur ein Gespräch. Was haben wir jetzt noch vor? So, eine flüchtige Begegnung haben wir noch. Vorgeschlagene Stufen können wir nicht. Ein Hauch von Liebe. Das können wir auch noch mal kurz machen. Ein Hauch von Liebe, oder? Kriegen wir noch hin. So, finde den Schatz anhand der Schatzkarte mit fliegenden Kerzen. Das kriegen wir auch hin. Machen wir die Karte einmal. Was ist das, ne? Ich weiß nicht mehr genau, wo das Ganze war, muss ich zugeben. Kann ich die Karte hier angucken? Da, gucken wir uns mal an. Fliegende Kerzen. Eine Brücke mit fliegenden Kerzen. Okay, warte mal. Ich meine, das ist in der Nähe vom... Okay, warte, das kriegen wir auch hin. Also hier sind wir von Wald und auch eine Kerze. Was? Ja, einmal kurz im verbotenen Wald. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber... Wir können es mal ausprobieren. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Ich meine, das war hier drinnen gut zu sehen, oder nicht? Ja verkehrt. Warte mal. Da, da. Da ist so eine Brücke und da sind fliegende Kerzen. Und da steht irgendwas mit verboten.
Kann auch woanders sein, ne? Bloß wo? Wo kann das denn sein? Da ist auch eine Brücke. Achso, das ist ja das. Ziemlich am Anfang gewesen, die Quest, ne? Ach, weißt du was? Machen wir jetzt. Wir machen jetzt einfach das hier. Hobbys. Und werden dann der Hauptquest weitermachen. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Und die andere Nebenquest werden wir irgendwann nebenbei machen. Jetzt machen wir erstmal die Hauptquest weiter. Da. Und los geht's. Und dann fliegen wir dahin. Ich glaube, es ist eine gute Idee. Und verrennt man sich wieder in irgendwas. Trifft die Poppy, sweet Ding. Ich frage, wo sie ist. Muss ja da drüben sein, ne? Ja. Geht es Wolkenschwinge gut? Nati hat mir erzählt, was passiert ist. Ich passe gut auf Wolkenschwinge auf. Versprochen. Mach dir keine Sorgen, Poppy. Gut. Was auch immer die Wilderer planen, Wolkenschwinge soll nicht in ihre Nähe kommen. Du sagtest, du wüsstest etwas Neues zu den Wilderern. Und dass es mit mir zu tun hätte. Stimmt. Ich habe im Eberkopf was mitbekommen und... Sie haben den Befehl von Victor Rookwood, dich sofort gefangen zu nehmen. Hat das etwas damit zu tun, dass Rookwood und Harlow dich nach dem Trollangriff in den drei Besen belästigt haben? Irgendwie schon. Aber gerade würde ich lieber von dir hören, was die Wilderer noch vorhaben. Sicher. Aber ich hoffe, du sagst mir, wenn ich helfen kann. Vor allem nach dem, was du für Wolkenschwinge getan hast. Sagt dir der Name Hornschwanzhalle etwas? Ich glaube nicht. Warum? Was ist das? Offenbar das bestgehütete Geheimnis der Wilderer. Der Name wurde zweimal genannt, aber sie gingen nie ins Detail. Außerdem habe ich einen von ihnen prahlen hören, wie viel Gold sie verdienen. Sicherlich auf Kosten unschuldiger Kreaturen. Sie haben auch diese Gegend erwähnt und ich dachte, wenn wir uns etwas umsehen, finden wir heraus, was sie im Schilde führen. Wenn du meine Oma triffst, dieser Ausflug hat nie stattgefunden. Keine Sorge, Poppy. Wenn ich deine Oma je treffe, erwähne ich das hier nicht. Normalerweise sage ich ihr alles. Sie ist meine beste Freundin nach Wolkenschwinge, aber sie weiß, was ich von Wilderern halte. Ich glaube, sie fürchtet, ich könnte etwas Törichtes tun. Wie kommt sie denn nur darauf? Hier lang. Na los. Ein Centaur. Sei vorsichtig. Warum? Ein ganzes Schloss und Sie möchten ausgerechnet hier lang. Bitte, wir wollen keinen Ärger. Wir müssen nur hier durch. Halten Sie uns für dumm, dass wir nicht merken, wie immer mehr von Ihrer Art herkommen, zusammen mit den Wilderern? Wir sind nicht auf Ihrer Seite. Im Gegenteil, wir wollen Sie aufhalten. Ich hoffe für Sie, dass das stimmt. Unsere Geduld mit den Wilderern und ihren Handlangern wird bald am Ende sein. Er war durchaus charmant. Es hätte schlimmer kommen können. Zentauren mögen Zauberer nicht besonders. Und die Wilderer sind da keine Hilfe. Aber warum hat er geglaubt, wir hätten etwas mit Wilderern zu tun? Ich habe die Wilderer mit einigen Bewohnern von Hogsmeade sprechen sehen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht sind die Zentauren deshalb misstrauisch. Das dritte Mal, dass ich einen Sumpfkrattler derart erlebt habe.
Es scheint, viele Tierwesen sind in letzter Zeit aggressiver als sonst. Das ist mir auch aufgefallen. Fast so, als wäre was im Wasser. Wie seltsam. Was meinst du? Ich weiß, Revelio. Aber sieh dich um. Wenn die Wilderer hier waren, erfahren wir vielleicht warum. Pelze. Arme Tierwesen. Rauch. Sie können noch nicht lange fort sein. Das ist Koboldmetall. Was macht das in einem Wildererlager? Ich sollte Poppy davon berichten. Warum haben sie ihre Käfige nicht mitgenommen? Irgendwas Interessantes? Hier waren Wilderer, eindeutig. Aber ich habe noch etwas gefunden. Es wurde von Kobolden gefertigt. Ich habe Koboldrüstungen gefunden. Suchen wir weiter. Aber vorsichtig. Nur Merlin weiß, was hier vor sich geht. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Was könnte Kobolde und Wilderer zusammenbringen? Hey, da unten! Ganz klar Wilderer. Aber keine Kreaturen. Was machen die denn hier draußen? Sehen wir uns das näher an. Die werden sich nicht freuen, uns zu sehen. Nähern wir uns mit Desillusionierung oder weniger diskret? Schwer zu sagen von hier oben. Sehen wir uns genauer um. Irondale ist nicht allzu hart, wie es klingt. Ach, du total aus. Wir haben einen Eindringling unter uns. Tja! Einfacher so. Man braucht Schwerkraft. Nimm beispielsweise mich. Meine Augen sind scharf wie die von einem Niffler auf einem Goldberg. Oder wie ein Nockschwanz, der ein Ferkel sieht. Ich prahle nicht, ist wahr. Was kann ich für meine natürlichen Gaben? Bei Merlin. Man könnte meinen, die bewachen hier den Zaubereiminister persönlich. Was geht hier vor? Tja, finden wir es raus. Das Bilderfeld. Was bei Merlins Bart? Sind das Drachen? Wow, wir machen Drachenkämpfe hier. Ein Drachenkampfring. Das ist die Hormschwanzhalle. Das erklärt den Namen und die Heimlichkeit. Kein Wunder, dass die Wilderer so oft in Hogsmeade waren. Sie haben dort sicher Wetten angenommen und Zuschauer angelockt, so voll wie es hier ist. Wie kann man an so etwas Spaß haben? Die Zentauren haben wirklich allen Grund, uns Zauberer zu verachten. Hier müssen noch mehr Drachen sein. Die Wilderer sind zu gierig, um nur zwei Drachen gegeneinander antreten zu lassen. Oh. Wir sollten ausnutzen, dass die meisten mit dem Kampf beschäftigt sind und uns umsehen. Aber diskret. Besonders du darfst nicht entdeckt werden. Nein, nein. Lumos. Lumos! Kann ich den platt machen von der Seite? Was hat Victor sich dabei gedacht mit ihnen geschickt? Aber da rein kann ich nicht, okay. Gehen wir hinten rum. Mal
schon cool, dass es so ein Kampf ist irgendwie. Hast du von deiner Familie gehört? Hat sich einer deiner Brüder mittlerweile besonnen? Treten sie uns bei? Sie sagen, wir gehen zu weit, dass wir mit Gewalt nicht bekommen, was wir wollen. Ich sage, wenn auch der letzte Zauberer erdolcht ist, dann Akrotanus. Unverschämt. Okay. Nepenthe. Kutio. Arresto Momento. So vielleicht ist besser. Oh, mega Power. Hast du die Kobolde gehört? Ranrock und die Wilderer arbeiten zusammen. Poppy, da ist etwas hinter dir. Was passiert da unten? Oh. Sie müssen sie gerade gefangen haben. Sie wehrt sich ziemlich heftig. Nicht gerade ein fairer Kampf, wenn sie so angekettet ist. Greifen wir ihr unter die Flügel. Auf jeden Fall. Lumos. Nein, nicht Lumos, Entschuldigung. Ich muss sogar, dass die alles nachmachen. Lumos wollte ich garantiert nicht machen. Sieh nur, die haben ein Drachenei. Ein Hybride, wie es aussieht. Wir können es nicht hier lassen. Wir haben sicher nichts Gutes damit vor. Aber warum bin ich denn noch so langsam als sonst? So. Hallo, Homura. Holen wir da raus, das Drachenei. Oh oh. Gut. Gut. Ich habe das Ei. Bereit? Das Überraschungsmoment verschafft uns nur ein paar Sekunden. Dann nutzen wir sie. Ja. Ein eher leiser Ansatz ist wohl angebracht. Thank you.
Oh oh. Kruzio. Komm schon. So nett von uns, oder nicht? Das war keine gute Idee. Das finden wir dann wohl raus. Oh. Na? Ich hoffe, der Drache hilft uns und nicht denen. Wow. Einen Drachen befreit, auch nicht schlecht. Ganz ehrlich, wie cool ist das denn? Hier lang! Nicht schlecht. Das war ein schwarzer Hybride. Das Ei in unserem Besitz gehört wohl dem Drachen. Sie wusste sicher nicht, dass sie es hatten. Ansonsten wäre sie nie gegangen. Was jetzt? Sie hat uns ja keine Einladung gegeben. Ich weiß es nicht. Heute kam alles anders als erwartet. Erst die Kobolde, dann der Kampfring. Und ein Drachenei ist das Letzte, mit dem ich gerechnet hatte. Und die Wilderer haben uns gesehen. Das ist nicht gut. Herumstehen hilft uns auch nicht. Bringen wir uns in Sicherheit. Dann besprechen wir alles. Stimmt. Wenn die Wilderer etwas können, dann ihre Beute aufspüren. Und im Moment sind das wir. Hm. Pass auf, ja? Wir sehen uns dann später im Schloss. Das war aber eine coole Quest. Gut. Gucken wir uns mal das Ambiente hier an. Und genau hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.